Leute, wenn alle auf ihrer Drecksidee beruhen und nicht offen für Dialog sind, so finden wir überhaupt kein Motto. Lass mal jetzt eine geordnete, gesittete Diskussion halten, damit wir irgendwie zu einem Ergebnis kommen. Also wirklich, wir sind doch Gymnasiasten, oder nicht? Na und? Die Mottos sind doch eh alle scheiße. Also da kommen wir doch eh nie auf eins. Ja, wenn Leute wie so du sich mal eine Meinung machen würden, dann hätten wir auch eine Mehrheit bilden. Ja, als ob deine so viel besser ist. Und auch wenn wir für eins abstimmen, protestieren noch immer irgendjemand dagegen. Also. Ach Leute, kommt schon, wir müssen uns doch irgendwie einigen können. Die Jahrgänge vor uns haben es doch auch geschafft. Ich glaube, mit Demokratie wird das hier nichts. Dann machen wir halt einfach ein Komitee. Was die entscheiden, gilt dann. Na, viel Glück damit. Jetzt kommt schon. Wer ist dafür? Und wer hat eine bessere Idee? Ja, okay. Komm, ihr macht das Komitee. Passt doch. Ganz einfach. Warum ich? Gut, da haben wir uns. Warum seid ihr beide da? Ihr habt doch auf uns beide gezeigt. Ah, und. Naja, egal. Auf jeden Fall, da wir jetzt hier sind, können wir ja jetzt mal schauen, was für Abi-Mottos wir haben. Ja, bisher standen in der näheren Auswahl Abiana Jones, die Jagd nach den verlorenen Punkten. Zudem noch Abicetamol, endlich hat der Schmerz ein Ende. Das ist gut. Und dann zu guter Letzt noch Abi, The Winner Takes It All. Oh Gott, als ob das die besten Sachen sind. Was für ein Müll. Naja, ich meine, wenn wir die Themen entfernen, die in den letzten Jahren gemacht wurden und außerdem noch die, die nur mit Alkohol und Drogen zu tun hat, dann bleibt ja eigentlich nicht mehr viel übrig. Und sowas wie Arabien, wie geschafft, war schleierhaft. Das ist zwar schön, aber das können wir leider nicht machen. Du willst mich doch, also. Hier, guck, was ist damit? Semipermeabilität. 12 Jahre Dichte durchdiffundiert. Was spricht da dagegen? Und was sollen wir da machen? Uns alle als Membran verkleiden? Das ergibt gar keinen Sinn. Ey, also ich finde die Mottos jetzt nicht so schlecht. Wir können damit schon was anfangen. Ah ja, und was für Ideen schwimmen wir da so rum? Und groß allwissender Meister? Jetzt stell dir doch nur mal vor. Ist so ein Scheiß, ganz ehrlich. Ich lerne so von morgens bis abends und ich habe das Gefühl, ich komme gar nicht weiter. Ich muss auch so viel machen. Ganz ehrlich, so ein Vollzeitjob ohne Bezahlung. Ich habe auch absolut viel Qualität. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Still, there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a man. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. Money, money, money. Must be funny in a rich man's world. Money, 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 always sunny in a rich man's world. Oh, 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 oh. All the things I could do if I had a little money. It's a rich man's world. Und, wie lief's bei dir? Keine Ahnung, aber ich glaube nicht so. Nicht? Nee. Ich glaube, bei mir war es eigentlich ganz gut. Ich war mir zwar nicht immer so sicher und ich habe dann einfach so ein paar Sachen von Goethe reingeschmissen und von Theodor Fontane. Und bei Aufgabe 3 war ich mir nicht ganz sicher, aber es wird schon gut gelaufen Aufgabe sein. Aufgabe 3? Es gab eine Aufgabe 3? Hä? Ich meine, wir freuen uns alle, wenn ich schon rum ist. Oh, scheiße, ich habe da jetzt nicht so viel geplant. Ah, naja, immerhin jetzt vorbei. Hi, Nora. Ja, hi. Hier, Prost dir. Wir haben ja genug Sachen, die das man machen kann. Das auf jeden kann. Fall. Prost. The winner takes it all. Loser standing small. Beside the victory. That's her destiny.
Komm, wir gehen jetzt feiern. Okay. Los, komm, machen wir. Uff, Digga. Jetzt komm. Musical. Das ist so eine gute Idee. Entspannt euch. Das ist doch nicht unsere einzige Idee. Also ich find's super. Wissen wir aber. Was steht hier denn noch? Acetamol. Das ist mal eine gute Idee. Schmerztabletten? Wirklich geniales Motto. Okay, vielleicht muss man das Ganze auch etwas erweitern. In den letzten Jahren hat der Leistungsdruck rund ums Abitur enorm zugenommen. Stress, Schlafmangel, Nervosität, die typischen Folgen eines Schulalltags. Doch hier am MCG in Kirchzarten haben die Schüler einen neuen Weg gefunden, um mit diesem Problem umzugehen. Ganz nach dem Motto Abicetamol. In den letzten Wochen wurde hier ein zunehmender Handel des neuartigen Wirkstoffes festgestellt. Wir begleiten heute die Abiturientin Mascha N. durch ihren Schulalltag. Auch sie ist Opfer des Leistungsdruckes geworden und dem mittlerweile als Droge deklarierten Wirkstoff Abicetamol verfallen. Ja. Hallo, Entschuldigung. Ah, ja, ihr kommt wegen der Reportage, nicht? Immer. Ja, da dürft ihr mal kurz unterbrechen. Ach, das ist doch nicht zu fassen, Mascha! Wieder am Schlafen! Wie empfinden Sie als Lehrerin das Problem? Unbeschreiblich. Das war mal eine nette Klasse. Die haben sogar Gedichte gelernt. Und jetzt liegen sie hier als halbe Leichen, ja, zumindest mal angestorben. Tabletteneinnahme am Morgen. Das kommt alles beim Biologieunterricht raus, ja. Wenn die lernen, Drogen machen happy, was wollen sie da noch erwarten? Da gibt's gar nichts. Das hat auch gar keinen Sinn mehr, dass wir mit Sozialgedöns hier arbeiten. Kalter Entzug. Das ist die Lösung. Was genau meinen Sie mit einem kalten Entzug? 6 Stunden am Mittwochmorgen bei mir. Von morgens 8 bis mittags 10 nach 1. Und wenn das nicht hilft, dann können noch 2 Stunden draufgesetzt werden. Und danach schmeißen die nichts mehr rein. Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen, Mascha? Also, es hält mir ehrlich gesagt schwer, darüber zu reden. So. Es ist mir alles zu viel geworden. Ich bin da irgendwie reingerutscht. Also es ging mega schnell. Und jetzt komme ich da auch irgendwie nicht mehr raus. Also, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Es ist irgendwie so eine Scheißsituation. Also man wird generell so allein gelassen mit der Scheiße. Und da stecke ich halt echt drin. Ich merke es ja, ich weiß es, aber ich kann einfach nicht mehr ohne. Das ist ein Freund von Mascha. Er selber hat noch keine Erfahrungen mit der Droge gemacht. Es ist wirklich unschön mit anzuschauen, dass sich alle damit zuknallen. Und mir fällt es ehrlich gesagt auch nachts schwer zu schlafen. Vor allem mit dem Wissen, dass sie dort irgendwo allein, voll zugeballert, im Kalten draußen sitzen können. Echt creepy, wie sich alle in Zombies verwandeln. Also mich kriegt niemand das Zeug zu nehmen. Mascha nimmt uns heute mit zu ihrem Drogendealer. Dieser möchte unerkannt bleiben. Dann kann ich es mir echt nicht mehr leisten, das Zeug zu besorgen. Er verlangt es halt nicht viel, aber über die Wochen summiert sich das halt und es ist dann schon, es wird echt knapp. Ich muss mir echt irgendwas ausdenken, weil ich komme echt nicht mehr über die Runden sonst. Ich brauche irgendeinen Job, aber so wird das, glaube ich, schwierig. Ich weiß echt nicht, ich muss irgendwas finden, wie ich das Zeug anschaffen kann. Das ist echt ein Problem. Wie ist die Situation zurzeit an der Schule? In letzter Zeit ist es grauenhaft. Immer mehr verzweifelte Mitschüler kommen zu mir und wollen was einkaufen. Der Druck der Schule ist einfach zu hoch. Denkst du nicht, dass die Drogen das Problem verschlimmern? Auf gar keinen Fall. Das einzige Problem ist die Schule. Ich bin nur da, um für einen Ausweg zu sorgen. Willst du nicht auch was kaufen? Nee, danke. Ich bin im Dienst. Cut!
Langweilig. Ja, was hast denn du jetzt für ein Problem? Hä? Eine Doku über Drogenabhängige? Wenn ich so eine Doku schauen will, gucke ich Steuerung F oder so. Aber doch keinen Abi-Film, hä? Na, überleg dir doch mal, Sherlock Holmes, der war doch auch nur Drogenabhängiger. Und wenn du das so anschaust, macht das doch das ganze Thema gleich viel interessanter, oder? Sah das für dich gerade nach Sherlock Holmes aus? Es wäre vielleicht noch spannender geworden, hättest du mich mal aussprechen lassen? Bla 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 bla, also wirklich, also wenn wir schon über Drogen was machen, dann bitte nicht, wo wir alle drogenabhängige Junkies sind, sondern irgendwie was Cooles. Irgendwie Drogenkartell oder so. Ja, aber das hört sich ja so viel besser an, ne? Ja, stell dich mal vor, 12 Jahre unorganisiertes Verbrechen Mafiabi. Prego. Guten Tag, Boss. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Es ist ein neues Abititamol im Umlauf. Die Süchtigen, die kratzen ab wie Fliegen. Es ist richtig billiges, gestrecktes Zeug. Wenn das LKA davon nichts mitkriegen soll, müssen wir was unternehmen. Was? Wir sind die einzige Abititamol-Organisation am Dreisamtal. Nur wir verkaufen das Zeug und nur unser Koch kennt das Rezept. Es muss einen Verräter geben in der Familie. Findet ihn und bringt ihn zu mir. Hey, Dr. Piat ist auch. Hey, Dorian, Wahnsinn, hey, Mann. Ist die Stoffe schon weg? Ja, klar, Mann, klar, Mann. Perfekt. 300 Gramm reinstes Abicetamol. Oh, Sie alter Angeber. Nimm Heisenberg, 99% Reinheit. Ja, fantastisch. Ja. Hauptsache der Stoff ballert und die Kunden sind zufrieden. Die werden sehr zufrieden sein. Danke Ihnen. Ist es eine Z? Mamma mia, das kann ja doch nicht so schwer sein. Astronz, was ist? Treffen, du hast deine wichtige Anrufe. Pronto. Wir haben einen Verräter. Es war die ganze Zeit Dorian. Er hat die Lieferung beim Koch abgeholt, hat sie gestreckt und dann weiterverkauft. Bringt ihn zu mir. Was? Boss? Was mache ich hier? Du sprichst nur, wenn du gefragt wirst. Du kommst hier an, fängst an rumzuschreien und grüßt mich nicht mal. Dorian, ich weiß, dass du es warst. Ich weiß, dass du es warst und es bricht mir das Herz. Es bricht mir das Herz, zu wissen, dass du Drogen, du hast das Abicetamol geklaut, gestreckt und teurer weiterverkauft. Alles nur für deinen Eigennutz. Aber ich verstehe das nicht. Ich habe doch gar nichts getan. Ich bin doch unschuldig. Erzähl mir nichts von Unschuld. Hältst mich für ein Defiziente. Du beleidigst meine Intelligenz. Ich habe dich damals, dich Straßenköter, irgendwo im Ghetto aufgesammelt. Ich habe dir einen Nutzen, ein Zuhause gegeben. Und so dankst du mir? Du betrügst deine Familie. Weil du ein Teil unserer Familie warst, habe ich dich auch nicht wie ein niederes Getier auf der Straße erschießen lassen. Ich habe dich nochmal hergebracht. Vielleicht hättest du dich entschuldigt. Vielleicht hättest du um Vergebung gebeten. Aber nein. Ich kann dir nicht mehr in die Augen sehen. Julio, bring ihn weg. Aber Boss, bitte gib ihm eine zweite Chance. Wir sind doch zu alle Italiener. Wir sind eine Familie. Mezzo di merda. Thank you.
absolut schlecht. Nerven, ätzen, scheiße. Hä? Das war bisher mit Abstand das Beste. Also alle anderen Ideen waren ja völliger Mundputz dagegen. Excuse me? Hallo? Meine Idee war ja mal sowas von gut. Nee. Okay, ich finde, wir sollten die Diskussion hier jetzt wirklich mal beenden. Ich bin ja immer für was Musikalisches und Drogen sind jetzt auch nicht so schlecht. Vielleicht könnte man die beiden Dinge ja irgendwie verbinden. Das Wort, nach dem du suchst, ist Disco? Nein. Naja, nein. Sowas meinte ich nicht. Ich dachte mehr daran, man sucht sich ein Motto, zum Beispiel Abier, und erstellt dazu... Jungs! Wir brauchen einen Abi-Track. Ein Abi-Track? Ja, ein Abi-Track. Ein Abi-Track. Da muss ich erstmal die Jungs fragen. Hey! Wer hat Bock auf einen Abi-Track? Ja! Let's go! Abend Himmel über Kiezer, der Blick wird immer schiefer und im Juli gegen Ende fürst MCG und Fremde. Gelbe noch Unke, was für ein Tier. Abi 23 Holzer Schied ab 4. Lehrer hinterm Pult, ich fühle mich wie ein Kind. Fünf gewinnt bei Technikfragen, ist es Simon, der übernimmt. Schaff ich Technik, trotz meiner Technik lief mein Abitur leider nicht wirklich prächtig. Fuck! Es gibt keine Antwort bei Physikfragen. Frag mich überhaupt, warum wir noch Physik haben. 12 Jahre hohe Leistung nur für den bedruckten Zettel. Bin kein Battle-Rapper, doch für mein Abi bin ich am Bett. Dass Johnny mehr drückt, das glaubt er sich nicht selber, Mann. Gläubig ist er, wenn er sagt, dass er nicht grad aussehen kann. Erzählt mir was von OFA-Klausur verkackt. Doch hat uns fürs Abi als erster ausgelacht. Zieh ich einen Tony oder mach ich einen Trichter? Frau Stein sagt zu mir, ich bin ein guter Dichter. Sag dir danke, denk dein Abi werd ich Dichter. Hab schon wieder zu viel Intus und seh bunte Lichter. 3, statt 0,9 Promille im Unterricht. Sie denken, ich werd's bereuen. Doch ich mach, was ich will, denn ich bin jetzt frei und treff mich montags mit den Jungs auf dem Chai am Ball. Oh Mann, Alter, wo ist der Kasten? 2023 haben Abi in der Tasche. Wir eskalieren, saufen Abi aus der Flasche. Feierst du mit uns, dann bist du ein geiler Atze. Danke Merkel, danke, wenn ich Schulabschluss schaffe. Haben Abitur, was für eine geile Sache. Scheißegal, wenn ich mit nem Kater aufwache. Trinken wir zu viel, dann müssen wir auf Wache. Schade. ADM, so Bruder, dass ich nicht lache. Digga, ich kann nicht mal ableiten. Hast du noch Snooze? Steffens ist auf Lock, ein halbes Jahr nicht da. Er säuft lieber mittwochs mit der Band in der Bar. In der Bar. Satz des Pythagoras, was soll das sein? Hä? Oder lass mal Penny holen in Weißwein. Chardonnay. Wien war wild, die Erinnerung nur brüchig. Wegen dieser Reise sind wir jetzt süchtig. Laufen jeden Abend dicht durch die Wiener Innenstadt. Alle sind besoffen, doch nur Dori biegt falsch ab. Alter Biga. Lili nimmt mich falsch ab, Biga. Bin im Bett mit einer Mamacita. Endlich bestanden, wo werd ich wohl stranden? Ich soffe Becks Gold, so wie es der Beck wollt. Und ich bin mies voll. Ich verkoste Weißwein und rock den Scheiß ein. Fühle mich beschwipst, sehe ihren Blick. Wolle mir einen Tipp. Was für eine geile Sache. Scheißegal, wenn ich mit dem Kater aufwache. Trinken wir zu viel, dann müssen wir auf Wache. Party and Sound, Bruder, lass ich nicht lachen.
die kaputt sind. Ich möchte nur kurz sagen, ich habe den Hof gefegt, Blätter gefegt, ich habe das Ganze hier clean gemacht. Das haben wir auf Video, das war Linus. Hatten wir alle gerade den gleichen Fiebertraum oder drehe ich gerade komplett durch? Fiebertraum? Das ist hohe Kunst. Mit deiner Fantasie vielleicht. Na gut, also ich hätte es jetzt auf jeden Fall anders gemacht. Hey, ich war auf deiner Seite. Du hintergehst mich jetzt? Ich meine ja nur, ein Drogenmixtape, ein Song auf Steroiden. Na, immerhin was Originelles und nicht abgeschaut von jemand anderem. Ja, sorry, sei aber jetzt nicht so. Ich dachte, wir sitzen alle im gleichen Boot. Jetzt vergesst doch mal die Drogen. Es gibt doch bestimmt noch andere Mottos, die wir anschauen können. Was steht denn noch auf der Liste? Da steht noch Abiana Jones. Da fällt mir was ein. Ja, das ist voll die gute Idee. Dazu können wir so viel machen. Eben. Hört mal zu, Leute. Oh mein Gott, Leute. Ich habe die Abiturklausuren gefunden. Wir müssen was? Fotos davon machen und sie an alle verteilen. Ruhe jetzt. Und du kommst mit. Wir sehen also, das Festhalten an der deutschen Einheit zeigt jetzt richtigen Erfolg. Ja, das. Ja. Ich bin doch eine arme Wutz. Leute, wir müssen Luna finden und retten. Wer ist Luna? Wir müssen die Abiturklausuren finden und retten. Auf jeden Fall, aber wie? Herr Beck, er hatte Sportschuhe an. Lass uns zur Tatarbahn, okay, um den Hinweis zu finden. Schnell, 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 schnell! Habt ihr was? Suchen wir eigentlich hier? Ja, nach Hinweisen? Aber wieso eigentlich hier? Oh, Junge, wegen den Sportschuhen halt. Ist das dein Ernst? Das waren gottverdammte Hallenschuhe. Bist du eigentlich behindert? Dann auf zur Sporthalle. Leute, habt ihr zufällig Herr Beck gesehen? Ja, haben wir. Wo wollt ihr hin? Ja, berichte mal, was ist denn passiert, Peter? Du glaubst es nicht. Stell dir vor, die Abi-Klausuren sind gestohlen worden. Aber keine Sorge, ich habe mich drum gekümmert. Und die Täter sind gleich im Keller eingesperrt. Keller. Bist du sicher? Oh, lieber schaue ich nochmal nach. Na, warte, die schnappe ich mir. Oh Mist, welcher Schlüssel passt? Der Schlüsselfluch. Vielleicht der? Stopp! Stehen bleiben! Sofort! Aber Luna,
Wo sind die gottverdammten Abiturklausuren? Er hat sie zerrissen. Nein! Warte mal, ich wollte Herr Becker schießen. Hä, aber das war doch deine eigene Vorstellung. Ja, warte, lass mich noch mal probieren. Dafür haben wir echt keine Zeit und es lohnt sich darauf nicht. Wen kümmert's? Oh Mann, oh. Sehe ich auch so. Wir haben genug Einblicke bekommen. So gut die Idee auch ist, du hast sie gerade in 4 Minuten komplett ausgeschöpft. Oh mein Gott, so, sei doch nicht so gemein. Wenigstens ist es lustig und umsetzbar. Ich raff gar nicht, warum wir überhaupt jetzt noch weiter streiten. Ist doch offensichtlich, dass Mafiabi die beste Idee bisher war, hä? Deine Idee ist einfach nur von meiner kopiert worden. Das heißt, meine ist die beste. Aber also müssen wir das wirklich mit den Drogen machen? Also ich meine, wollen wir uns als Stufe wirklich so repräsentieren? Eine bessere Repräsentation gibt's für die Uhr nicht. Warum meine ich ja, dass man das irgendwie noch verschönern kann? Mit Musik zum Beispiel. Aber wir können ja auch einfach nur die Musik nehmen. Hä, das ist ja dann nur ein Musical. Das ist absolut hirnrissig. Also wenn ihr wollt, können wir bei meiner Idee auch gerne was trinken. Bei deiner Idee kriegen wir sowas von Copyright Infringement. Das ist mir doch egal. Leute, mir reicht's. Das war der größte Mist ever. Also was soll als nächstes kommen? Harald Töpfer und der Abi des Schreckens. Bikini. Go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic, fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Labyrinth? Mahatma Abi, Mahatma Kainz. Eins. Also, ich hab keinen Bock mehr. Warum hab ich mich denn überhaupt angemeldet? Ich dachte, ich werde da einfach eine Aufgabe spielen. Und jetzt dauert der ganze Bums so lange. Hey, seid mal ruhig. Ich dachte, wir sind doch die Elite. Wir brauchen doch gar kein Motto, oder? And a part of me will stay.
come back to walk these streets again. Bye bye. Bye bye.